Der Tag der Autonomie wird dieses Jahr ein ganz besonderer werden. Am 5. September öffnet das Land nämlich an südtirolweit fast 2 Dutzend Standorten seine Türen für die Besucher und veranstaltet Initiativen und Events. Man kann zum Beispiel ins Büro des Landeshauptmanns und sich dort umsehen. Eine Verwaltung, die sich immer weiter an die Bürger annähern will, denn die Autonomie ist für alle da. Man wird sich auch an den Tisch setzen können, an welchem jeden Dienstag die Sitzung der Landesregierung stattfindet. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landtagspräsident Thomas Widmann haben die einzelnen Initiativen, die am 5. September auf dem Programm stehen, im Detail vorgestellt. Wie bekannt haben am 5. September 1946 der italienische Ministerpräsident Alcide de Gasperi und der österreichische Außenminister Karl Gruber das Pariser Abkommen unterzeichnet, in welchem sich Italien verpflichtet, der sprachlichen Minderheit in Südtirol eine gesetzgebende und ausführende Autonomie zu gewähren. Diese internationale Absicherung war für die Autonomie von grundlegender Bedeutung. Sie ist der Grund, dass Südtirol einen besonderen Status unter den Regionen, auch jene mit Sonderstatut, einnimmt. Das Gruber de Gasperi-Abkommen ist die Grundlage für den internationalen Schutz der Autonomie. Das unterscheidet unsere Autonomie auch von jener der anderen Regionen Italiens mit Sonderstatut. Und darauf wollen wir natürlich am 5. September ganz besonders hinweisen. Wir nutzen diesen Tag aber auch dazu, die Türen der Landesverwaltung und auch des Landtages zu öffnen, um aufzuzeigen, dass die Autonomie allen Bürgerinnen und Bürgern gehört und dass wir diese Autonomie auch im Interesse aller Südtirolerinnen und Südtiroler verteidigen und ausbauen wollen. Die Bürger haben aber auch die Chance, an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen des Südtiroler Landtags zu werfen. Im Landtag kann dann jeder den Gesetzesweg nachvollziehen und daraus auch ersehen, was es an Vorarbeit und Nachbearbeitung braucht, so Landtagspräsident Thomas Widmann. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, der Tag der offenen Tür, um einfach die Autonomie zu unterstreichen. Denn die Autonomie ist das, was uns in Südtirol eben tagtäglich betrifft, wie wir leben, die Regeln, in denen wir leben und vieles mehr. Nur für die Bevölkerung und für die Menschen in Südtirol ist die Autonomie was Selbstverständliches. Und niemand weiß genau, was heißt das im Konkreten, wie wird sie umgesetzt und was bringt das uns eigentlich. Auch wenn viele internationale Delegationen immer wieder herkommen und unsere spezielle Autonomie bewundern und verstehen wollen. Am Freitag, den 5. September, werden die Landesämter südtirolweit von 13 bis 17 Uhr ihre Türen für die Besucher öffnen und ein reichhaltiges Programm bieten, das einen Einblick in das Räderwerk der Autonomie ermöglichen soll. Auf dem zentralen Silvius Maniago-Platz in Bozen erwartet die Besucher dagegen eine Leistungsschau der Landesverwaltung mit einer Reihe von Ständen. Das genaue Programm zum Tag der offenen Tür findet man im Südtiroler Bürgernetz unter der Adresse www.provinz.bz.it/autonomietag.